Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hollow Knight. Ich habe das Gefühl, dass ich diesen Anfang immer so sage. Aber manchmal ist es so. Ich fühle mich ein bisschen schlecht gerade. Ja, was heißt ein bisschen schlecht? Das stimmt so auch nicht. Aber nebenher spielt gerade Deutschland gegen die Ukraine. Das heißt, ihr merkt gerade schon, an welchem Tag ich das hier aufnehme, wenn ihr das zurückverfolgen wollt. Und ich merke, ich habe auch 1500 Geo da oben. Und das ist richtig viel Asche. Und ich überlege gerade, ob ich hier doch nochmal irgendwie... Ich bin gerade völlig raus. Und ich überlege gerade, ob ich hier doch nochmal... Das hat sich doch hier... Genau. Ob ich doch nochmal... Ah. Ich weiß schon gar nicht mehr. Moment. Ich gehe doch nochmal. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Ich will mich doch hier nochmal kurz einmal healen. Denn das kann es ja nicht sein, dass ich hier gerade. Schon so. Völlig raus bin. So. Zack. Ja, komm hoch. Hier kriegen wir richtig viel Geo. Aber ich habe schon das letzte Mal gesagt, oh, ich finde sie echt ein bisschen... ein bisschen gruselig. Ich mag die Stimmung hier überhaupt nicht. Ich glaube, hier kann ich nicht hoch. Das hat alles so... widerliche Viecher. Boah. Sharpshooter. So, zack. Tot. Das sind alles... Ich mag keine Spinnen, deswegen finde ich es hier auch echt ein bisschen schrecklich. Wie das Ganze hier so aussieht. Aber wir müssen hier durch. Also ich muss hier vor allem durch. Und hoffe, dass ich hier wohlbehalten und unbeschadet am Ende durchkomme. Ah, wir sammeln hier ja auch noch ein bisschen Asche. Ein bisschen Geo. Das ist gar nicht so schlecht. Und vielleicht geben wir das aus. Ich weiß noch nicht, ob ich es zur Bank bringe oder ob ich es einfach direkt ausgebe. Boah. Guck mal, wie widerlich diese Dinger aussehen. Unglaublich. Ich will gar nicht wissen, was das für ein Boss am Ende hier ist. Wahrscheinlich irgendeine Riesenspinne oder sowas. Sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen. Nein? Moment. Uah, bin ich dumm? So. Ich bin hier, glaube ich, gerade ein bisschen an den Tasten verrutscht. Ich habe mir schon gerade gedacht, hey, was ist das für eine merkwürdige Steuerung gerade hier? Ich hab doch gerade hier irgendwo... Guck mal da! Wie komme ich da rein? Na, komm her. So. Oh. No way. Ah, vielleicht aber einfach. So. Zack. Ja, gerne. Nein. Uah. Na gut, so kann man es auch machen. So kann man das natürlich auch machen. Kurz noch einen Wurm gerettet, das ist auch sehr gut. Was ist das hier? Geo. Das nehmen wir mit. Da oben ist wieder eine Bank. Da links geht es natürlich auch irgendwo hin.
Na, war nicht so erfolgreich. Aber ich finde die Reichweite, die wir mittlerweile haben, phänomenal gut. Das gefällt mir richtig gut, das war auf so Long Range einfach gut Damage raushauen. Den ignorieren wir da unten einfach mal. So, wir müssen jetzt irgendwo da nach rechts und dann nach oben. Wäre das eine Idee? Ah, okay, das über können wir gar nicht. Muss ich hier außen rum? Wie doof ist das denn? Oder bevor wir hier irgendwas ganz Dummes machen, würde ich mal sagen, wir runen es hier nochmal aus. Was sagst du nochmal? Dieses gesamte Gebiet wimmelt nur so von tödlichem Getier, das beißt, brennt und kratzt. Ich wollte meine Stärke. Okay, das hatten wir schon mal, ne? Brauche ich nicht nochmal so. Was machen wir da mal? Nach links? Waren wir da schon? Auch widerlich. Waren wir hier schon? Ich glaube schon, oder? Müssen wir ja. Nein. So. Den machen wir hier mal ganz kurz fertig. Sind wir hier drüben schon so richtig eigentlich lang? Gefühlt nicht. Will ich das? Ist die andere Frage. Ich wollte doch gerade eigentlich wo ganz anders hin. Jetzt bin ich schon wieder hier irgendwo. Okay, da komme ich nicht weiter. Außer ich mache das Tor auf. Ach, Leute. So, den mal ganz schnell. Ich glaube, bevor der hier so richtig viele von den Viechern droppt, müssen wir da einmal früh drauf. Ach, guck mal, ich glaube, da waren wir das letzte Mal und konnten da nicht durch, weil wir... Ach, guck mal, das können wir... direkt quasi mitnehmen. Ist das hier... Sowas heißt eigentlich immer, dass man hier irgendwie... weiß ich nicht, einen Bossfight oder sowas hat. So. Okay, ich fand, das war ganz in Ordnung. Damit kann ich leben. Können wir hier vielleicht irgendwo diese Bahn reparieren? Ich weiß es nicht. So. Die springen ja dann aber auch so an. Ja, ich weiß nicht, ob das ideal gelöst war, aber... Oh, das war ein bisschen dumm. Dann bin ich voll reingejumpt. Aber ist okay. Okay, ich bin gespannt, was wir hier unten... Bahnkarte. Ah, okay, ich glaube, mit dieser Bahnkarte können wir diese Bahn jetzt auch benutzen. Kann das sein? Also, sehr wahrscheinlich. Okay, das könnte natürlich am Ende jetzt... auf jeden Fall lohnenswert gewesen sein. Und wir machen das einmal so.
Gut, sage ich nur. Gut, gut. Bin ich zufrieden mit. Damit können wir wahrscheinlich... das hier einmal entfernen, weil das haben wir jetzt quasi geguckt, wo wir da hinkommen. Und haben das somit einmal erledigt. Oh, das ist wirklich alles ein bisschen arg bedrückend hier. Das ist ja wirklich alles arg bedrückend. Das wollte ich nicht. Genau, aber hier müssen wir sowieso lang. Oder? Genau. Ach, das waren diese Dinger hier, oder? Ach. Den habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Die kamen ja aus dem Boden raus. Stimmt. Müssen wir dran denken. Okay. Kamen wir hier hoch? Nicht so wirklich, ne? Da kann man nur runter. Das heißt, wir müssen hier den Weg quasi... wieder verschwunden da drin. Was sind, warum sind das so viele? Oder kommen die da unendlich nach? Krabbelgetier. Nein. Wir heilen uns mal wieder. Bevor wir hier noch drauf gehen. Ich verstehe das manchmal aber auch nicht so ganz. Das ist aber auch merkwürdig hier. Die kommen plötzlich einfach aus dem Boden geschossen. Ohne Vorwarnung. Aber schaut mal, wir haben schon wieder das fast 2000 Geo. Das ist komplett verrückt. Aber gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, na komm. Ach, ich habe eigentlich gedacht, ich krieg das, ich krieg den gleich. Der hat sich jetzt schon wieder verbuddelt. Jetzt kommt er wieder. Und dann springt er einen so an. Ist mir jetzt eigentlich relativ egal da unten. Ich muss da einfach einmal hoch. Ich greife eh gleich wieder einen an. Boah. So. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Kommt wieder, wieder. Soll mir egal sein. Ich gehe hier einfach hoch. Ich gehe raus aus der Schusslinie. Hier kommt man noch rein. Ach so, hä? Hatten wir die nicht? Hatten wir die nicht schon mal? Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass wir die schon mal hier irgendwie kaputt geböllert haben. Da waren wir aber schon, ne?
Gab's da noch was? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eines. Wir müssen uns wieder ein bisschen hochheilen. Moosprophet. Strange. Stranger Typ. So, jetzt sind wir wieder im Land der Pilze. Jetzt würde ich gerne aber irgendwo mein Geld loswerden. Das heißt, wir gehen am besten zu so einer Hirschstation. War das da bei dieser Bank, da wo es zur Nebelschlucht geht? Nein! Ah, Mist! Konnte ich da... Kann ich hier einfach... Ah, okay, das ist... Ich kann mich da festklammern. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hier... Ob ich da hinkomme, wo ich hin will. Ach, die Range ist so super. Ja, das tut so gut, ein bisschen Range zu haben. Oh, die explodieren ja. I forgot. Jetzt bin ich ein bisschen schneller unterwegs hier. Ach, das war der Kartenbild. Den brauchen wir gerade nicht. Das wissen wir. So, nach links, ne? Boah, die Range ist wirklich richtig nice. Das kann sich richtig sehen lassen. Genau, Station der Königin. War das hier? Alter, warte, da können wir ja nochmal hin. Da gucken wir, wenn wir wirklich Geld übrig haben. Na doch, da oben muss ich, glaube ich. Oder, nee, muss ich hier? War das ganz unten? Erstmal Karte aktualisieren, das ist auch gut. Komm her, mein Boy. Ah, warte, das muss ich hier. So. Jetzt mal wieder zurück nach Mistmund. Wir haben eine lange Reise hinter uns. So. Noch eine gute Cola trinken. Nebenher. Patmos, Gio. Das kann ich mir im Prinzip alles leisten, ne? Den kaufe ich mir auf jeden Fall. Ach, schau mal einen an. Das haben wir dann sogar vollständig. Das heißt, wir müssten jetzt... Okay. Lädt sich da quasi dann mehr Seele auf. Einen Schlüssel kaufen wir. Ich weiß gar nicht, wo wir den Schlüssel brauchen können. Geoschwarm, robuster Panzer. Ertappst du dich dabei, dass du viel Gold Geo liegen lässt? Das sammelt automatisch ein. Kann das sein? Ach, guck mal. Den nehmen wir einfach auch mit. Dann haben wir einfach mal alles gekauft. Hast du denn was zu sagen? Um Mistmund zu erreichen, reisen die meisten auf umständlichen Pfaden um die Klippen herum. Heute ist es ein langer Weg, aber zur Blütezeit des Königreichs war es viel einfacher. Es gibt einen alten Pass in den Klippen, der einst einen einfachen Zugang ermöglichte. Die Brücke dorthin ist seit jeher verfallen. Und außerdem versperrt eine gewaltige Tür den Weg. Allerdings... Kann ich nicht klagen, denn dadurch kommen hier immer nur sehr wenige Reisende vorbei. Ich würde nicht wollen, dass Horden von Käfern in Mistmund eintrudeln. Ich mag die Ruhe. Okay. Ruhe ist immer gut. Ich habe mir überlegt, zuerst mal, hast du denn eigentlich noch irgendwas? Bahnnadel. Bahnnadel. Diese Bahnen klingen sehr fortschrittlich.
Diese Käfer aus den fernen Vergangenheiten müssen ganz schön schlau gewesen sein. Diese Nadeln sollten sich perfekt dazu eignen, um den Standort einer Bahnstation festzuhalten. Okay. Haben wir jetzt leider gerade nicht genug. Aber mehrere Sachen. Erstens bin ich froh, dass wir unser ganzes Geo ausgegeben haben. Zweitens will ich jetzt doch nochmal hier irgendwie rüber gucken. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich will noch nicht zu diesen... Mir ist die Stimmung da unten zu bedrückend. Ich will noch nicht zu diesen Spinnen. Guck mal hier, dieser Tempel. Ah, hier ist gar nichts. Ich habe jetzt irgendwie was erwartet, dass hier irgendwas passiert. Dass hier irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas schief geht oder steil geht, keine Ahnung. Ansonsten, ganz kurz, für uns alle. Wir haben hier oben noch, hier haben wir irgendwie noch nicht alles gesehen, da müssten wir nochmal hin. Dann auch noch irgendwie hier unten in diese Stadt nochmal. Da sind wir auch noch nicht wirklich durch, da hatten wir auch noch was, wo wir noch hinkommen können und hingehen können. Deswegen wäre jetzt mein Vorschlag, zunächst mal dieses Bahnticket. Sollen wir das Bahnticket? Ich weiß es noch nicht. Dann kommen wir schon wieder in ein neues Gebiet und so. Das will ich eigentlich auch nicht. Deswegen wäre die Frage, ob wir nicht statt der Tränen, ob wir nicht da nochmal hinreisen. Komm, das machen wir. Wir reisen in die Stadt der Tränen und gucken mal, was war da noch, dass wir das mal vollständig abschließen. Puh, so. Denn irgendwie kann ich es nicht brauchen, dass da noch so viele... Moment, das war falsch. Dass da so viele offene Punkte noch sind. Deswegen werden wir nun... Lagerräume der Stadt, das ist ja wahrscheinlich das Richtige. So. Jetzt erstmal Bank hier mitnehmen. Dann können wir da runter. Und haben da quasi noch zwei offene Punkte, wo wir noch nicht so richtig waren, ne? Okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, was da für Gegner sind. Ich habe das Gefühl, wir sind hier wahrscheinlich komplett verloren. Weil ich keine Ahnung mehr habe, wie ich hier... Ach, das waren die... Ah, ich habe ihn pariert. Das war... actually okay. Sonst nix? Na. Ist nicht gelohnt. Okay, ich verbrauche. Ah, okay, das resettet dann quasi einfach meine. Oh. Was sind das eigentlich für Dinge? Ah, oh, ich bin genau rein. Sag mal. Okay, der Kampf war gerade wirklich Müll. Der Kampf war jetzt gerade wirklich Müll. Aber da geht's auch nicht weiter. Wie dumm. Muss ich hier noch weiter runter, ne? Hätte ich jetzt das Ding, wo Geo einsammelt? Ey, sorry, ich kann dem Drang nicht widerstehen, die Dinger kaputt zu kloppen. Das tut mir wirklich leid. So, ich will zu dieser Bank da drüben. Guck mal, hier hätte ich auch meinen Supersprint machen können. Kann ja keiner wissen. So. Das ist die Bank.
Zu der wollen wir hin. So, jetzt war da unter uns auf jeden Fall. Genau, da rechts geht es irgendwo zum Seelenheiligtum. Da will ich auf jeden Fall nicht mehr hin. Ah, ja, ich kann mich an die Phase erinnern, wo wir hier immer runtergekommen sind. Ganz dunkel zumindest. So, wir wollen aber... Ach genau, das waren diese Aufzug-Dinger. So, hier rechts rum, kann das sein? Okay, hier komme ich wahrscheinlich dann später zurück, schätze ich. Wenn ich da unten, dann muss ich da unten. Okay. Oh, ein bisschen das Geo mitnehmen. Der ist schon lange her, dass wir hier waren, ne? Huch! Kommen wir uns nach? Nee. Alter! Ach nee. Da waren wir schon mal. Journal eines Wanderers. Siegel von Heilandsnest. Die kann ich alle kaufen hier, oder was? Königsidol. Okay. Gut zu wissen. Brauchen wir aber nicht. Ups. Vielleicht sollten wir das so machen. Ist weniger gefährlich. Betrachten. Ah! Gut, dass wir einen Schlüssel haben. Okay. Da geht's also nochmal runter. Interesting. Aber da rechts geht's auch noch hin. Okay, wir gehen jetzt mal kurz da runter. Königliche Wasserwege. Okay. Okay. Alter, die habe ich ja komplett vergessen. Rechts geht es auf jeden Fall irgendwohin weiter. Wo geht's da? Da links. Wo geht's da rechts? What? Das sind so Kugelfische. Erstmal. Boah! Das ist aber auch... So eine Art Schatzkammer hier. Oder wo geht's hier hin? Ich kann es gerade überhaupt nicht einschätzen. Aber ich bin froh, dass wir eine Lampe dabei haben. Freund oder Feind? Nimm dir nichts, das nicht dir gehört. Das ist Gesetz. Alles, was du siehst, es gehört mir. Sei nicht wütend, ich teile mein Essen mit dir. Für etwas Geo. Essen kaufen für 89? Ja? Okay. Ranziges Ei. Okay, ich habe jetzt 89 für ein ranziges Ei bezahlt. Hm. Keine Ahnung, was mir die ranzigen Eier bringen. Ich fasse die Dinger gerade einfach mal nicht an, also diese Kugelfischteile. Ah, okay, das ist wirklich ein komplett neues Gebiet. Oh. Warum kann ich im Wasser?
Seit wann geht das? Was habe ich dafür? Oder geht das? Ich verstehe. Hä? Sollte ja eigentlich nicht gehen. Ah! Okay. Das habe ich nämlich zuletzt, aber das war ein bisschen verwirrt, weil ich irgendwie immer einfach nur geschlagen hatte. Aber das ist auch völlig normal wohl. Ah, diese Kamikaze-Dinger. Da geht es zu einer Bank. Okay. Ist gut zu wissen. Ich wäre auch froh um eine Karte. Wie war denn das? Es gab doch irgendwas. Boah, diese Dinger, da muss man wirklich richtig aufpassen. Ich kann hier einfach schwimmen. Ich weiß aber nicht warum. Wirklich nicht warum. Aber ich finde, das wird interessant. Das ist wieder so schön gemacht hier. Oh, ich kann nur staunen über diese Schönheit dieses Spiels. Wirklich. Hammer. Nice. Eine weitere Maskenscherbe. Bald haben wir wieder ein Leben mehr. Und das wäre mir sehr recht, wenn wir wieder ein Leben mehr haben. Wie wir hier weiterkommen, wo wir das nächste Mal hingehen, was wir hier noch alles entdecken und ob wir eine Karte finden, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.